September 2010 im Wendland. Eigentlich müsste Heinrich Pothmer heute auf den Kartoffelacker. Doch gerade hat Merkels Kanzleramt mit den Energiekonzernen ausgehandelt, die Laufzeiten für Atomkraftwerke werden verlängert. Das Ergebnis? Noch mehr Atommüll, von dem keiner weiß, wohin damit. Also es kommt nicht mehr so häufig vor, dass ich die Puschen nach dem Fernseher schmeiße, aber das waren wieder so Tage, wo mir der Adrenalinspiegel hochstieg. Es ist schon frech. Es ist schon eine richtige Frechheit, die da abläuft, wie man mit diesem Problem und mit den Menschen, die sich um dieses Problem kümmern, wie man mit denen umgeht. Das ist schon fies. Heinrich Pothmer will nach Gorleben und gegen die Atompolitik der schwarz-gelben Regierung demonstrieren. Er ist Mitglied der bäuerlichen Notgemeinschaft. Das sind Landwirte aus dem Wendland, die seit Jahrzehnten mobil machen gegen ein mögliches atomares Endlager in ihrer Nachbarschaft. Die Stimmung in diesem Herbst. Wütend, aktiv, engagiert. Ich denke, bildlich gesprochen, es werden die Messer gewetzt. Der Streitfall Gorleben ist in seiner über 30-jährigen Geschichte wieder einmal aktuell. Noch gibt es hier kein Endlager. Der Atommüll ist allerdings längst da. Gorleben ist zu Heinrich Pothmers Lebensthema geworden. Also ich weiß nicht, wie oft ich diese Strecke schon hier von unserem Hof nach Gorleben gefahren bin. Das kann ich wirklich nicht zählen. Und ich bin da auch schon mit unterschiedlicher Motivation oder mit unterschiedlichen Gefühlen losgefahren. Im Augenblick ist die Motivation besonders hoch. Denn die Regierung Merkel will Gorleben nach 10 Jahren Pause weiter erkunden. Die Opposition will Gorleben aber am liebsten schließen und andere Standorte prüfen. Denn es gibt Zweifel an der Eignung des Salzstocks und deshalb inzwischen sogar einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Seine Mitglieder besichtigen heute das Bergwerk. Heinrich Pothmer will ihnen bei dieser Gelegenheit klarmachen, dass die Politik mit ihm und den anderen Landwirten auch nach über 30 Jahren noch rechnen muss. Die Demonstranten vor dem Stacheldraht bekommen die Berufspolitiker aus Berlin gar nicht zu Gesicht. Nur die zahlreich erschienene Presse darf mit auf das abgesperrte Gelände. Viele der Gorleben-Gegner vor dem Erkundungsbergwerk glauben nicht, dass der Untersuchungsausschuss irgendetwas bringen wird. Schmeißen Sie komischerweise, obwohl es ja gar nicht um Sicherheit. Auch Heinrich Pothmer nicht. Atommüll und gesunder Menschenverstand, das geht in der Politik nicht zusammen, meint er. Also ich finde. Ich kenne kein anderes Beispiel, in dem sowas akzeptiert wird, außer beim Atommüll. Wenn ich als Bauer einen Stall bauen will, dann muss ich der Baubehörde nachweisen, wo ich mit den Exkrementen, wo ich mit den Resten bleibe. Und das muss passen und das muss stichfest sein, sonst kriege ich keine Baugenehmigung. Hier gibt es seit 50, 60 Jahren wird Atommüll produziert und es gibt höchstens eine Hoffnung, was man damit machen kann. Nichts als eine diffuse Hoffnung. Die kommerzielle Nutzung der Atomenergie beginnt 1960 in Bayern. Das erste Atomkraftwerk der Bundesrepublik geht in Kahl am Main in Betrieb. Ein halbes Jahr später wird es den ersten Atomstrom liefern. Für viele die Krönung des Wirtschaftswunders, der Eintritt in ein neues Energiezeitalter. Dein Freund, das Atom. Davon versucht die Industrie auch das Volk zu überzeugen, mit einer Wanderausstellung. Zunächst muss der Staat die Atomenergie massiv subventionieren. Doch der Chef des Deutschen Atomforums, des Lobbyverbands der Atomindustrie, hält die Schlacht bereits für gewonnen.
es muss sich also die Industrie sozusagen erst wirtschaftlich freischwimmen. Also so bitte ich diesen Ausdruck, die Schlacht ist schon gewonnen, zu verstehen. Es kann heute kein Zweifel mehr sein, dass die Kernenergie besonders wirtschaftlich sein wird. In 10 Jahren oder 10 bis 15 Jahren wird sich das mit, kann man heute wohl sagen, mit Sicherheit erweisen. Aus heutiger Sicht geradezu prophetische Worte. Um eines machen sich allerdings nur einige wenige Wissenschaftler Gedanken. Wohin mit den Abfallprodukten aus der Atomenergiegewinnung? Ein Fernsehbeitrag belegt eindrucksvoll, wie sorglos man damals in die atomare Zukunft blickt. Der Volksmund spricht von Atommüll. In großen gelben Tonnen werden diese Abfälle transportiert. Die Strahlung ist sehr gering und somit weniger gefährlich, als manche glauben. Der Kameramann kann unmittelbar an die Tonne heran. Der äußerst empfindliche Film wird von der Strahlung nicht getroffen. Die Mengen radioaktiver Abfallstoffe aus Technik, Medizin und Industrie werden von Jahr zu Jahr größer. Bald werden die Landeszwischensammelstellen wie hier in Karlsruhe zu klein sein. Die Bundesregierung hat ein Atomprogramm aufgestellt für die Jahre 1963 bis 67. Nach diesem Atomprogramm ist die Gesellschaft für Strahlenforschung dabei, in Asse bei Braunschweig ein altes Salzbergwerk auf Möglichkeiten zur Lagerung von Atommüll zu untersuchen. Wo vor Jahren Bergleute ihre Hämmer schwangen, klopfen jetzt Geologen und Physiker die Wände ab. Eine solche Atommüllgrube nach Maß ist eine einfache und harmlose Angelegenheit. Während sich in Asse die Bohrmeißel ins Salzgestein fressen, sind in anderen Gegenden Norddeutschlands Wissenschaftler auf der Suche nach weiteren Salzstöcken. Vorläufig ist alles noch Versuchsarbeit. Jetzt lässt sich jedoch schon sagen, dass nach menschlichem Ermessen eine Angst vor der Frage, wohin mit dem Atommüll, für Deutsche unbegründet ist. Über 40 Jahre später gibt es noch immer keine Atommüllgrube nach Mars. Gorleben an der Elbe. Wenige Kilometer entfernt, mitten im Wald, das Zwischenlager und dahinter das Erkundungsbergwerk über dem Salzstock Gorleben. Mögliches Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Die Untersuchungen, ob der Salzstock dafür überhaupt geeignet ist, sind bis heute nicht abgeschlossen. Hier im sogenannten Zwischenlager wird der Abfall aus deutschen Atomkraftwerken aufbewahrt. Eigentlich vorübergehend. Gesichert mit Überwachungskameras und Stacheldraht. In dieser Halle aus Stahlbeton lagern überirdisch mehr als 90 Behälter mit hochradioaktivem Atommüll, sogenannte Castor-Behälter. Wenn es nach dem Willen der Atomwirtschaft geht, soll dieser Abfall im benachbarten Bergwerk für immer entsorgt werden. Ein Abfall, dessen radioaktive Strahlung, wenn sie freigesetzt wird, Krebs und Erbgutveränderungen verursachen kann. Deshalb muss er, so das Gesetz, für 1 Million Jahre sicher verwahrt werden können. Wie kam es eigentlich zu Gorleben? Auch darüber wird inzwischen gestritten. War es eine sachgerechte Entscheidung oder hat Ministerpräsident Albrecht damals einfach nur mit dem Finger auf die Karte gezeigt? Sicher ist, eine Endlagerung in Steinsalz halten Wissenschaftler in den 70er Jahren für das beste Konzept. Nur in Norddeutschland gibt es ausreichend große Salzstöcke. Längst sucht der Bund in Niedersachsen nach einem Standort für ein sogenanntes nukleares Entsorgungszentrum. Probebohrungen an 3 Orten werden jedoch im Sommer 1976 gestoppt. Es gibt Proteste und ein erstes Gerichtsverfahren. Die niedersächsische Landesregierung startet ihre eigene Suche. Koordiniert vom Wirtschaftsministerium Referat für Industrieansiedlung. 13 Salzstöcke, darunter auch Gorleben, kommen in die engere Auswahl. Auf weitere Probebohrungen wird allerdings verzichtet.
Die Regierungsakten von damals sind erst jetzt zugänglich. Das Umweltministerium in Hannover hat von dem Historiker Anselm Tiggemann ein Gutachten über die Gorleben-Entscheidung erstellen lassen. Nun streiten die Historiker. Es war ein sachgerechtes und übliches Verfahren gewesen. Man kann also nicht sagen, dass das ein Standort aus dem Hut gezaubert worden wäre oder das fachliche Denken nicht geprüft worden wäre. Wenn man sich die Akten anguckt, dann wird auf Bundesebene in den Monaten vorher immer wieder darüber diskutiert, dass Probebohrungen 4 bis 5 pro Salzstock nötig sind, um zu einer qualitativ gesicherten Aussage für einen Salzstock zu kommen. Und allen Beteiligten muss klar gewesen sein, dass die Aussagen, die über den Salzstock Gorleben getroffen werden, nicht qualitativ abgesichert sind. Doch die Bundesregierung will eine schnelle Lösung. Am 11.11.1976 ist der Hannoversche Landtag abgeriegelt wie bei einem Staatsbesuch. Es reisen gleich 3 Bundesminister an, denn der niedersächsische Ministerpräsident gilt in Bonn als Zögerer in der Endlagerfrage. Die Bonner wollen von Ernst Albrecht endlich die verbindliche Zusage, dass der Atommüll in Niedersachsen entsorgt werden kann. Es sind inzwischen nur noch 3 Standorte im Gespräch. Albrechts Wirtschaftsministerium bringt zusätzlich Gorleben ins Spiel. Nach 2 Stunden harter Verhandlung macht Ernst Albrecht eine Teilzusage. Er wird irgendwann einen Standort benennen. Von Gorleben sind die Bonner noch nicht überzeugt. Das Dorf liegt ihnen zu nah an der Grenze zur DDR. Und auch Albrecht scheint noch zu zögern. Ich glaube, dass es eine moralische Entscheidung ist. Ich würde immer sagen, in so wichtigen Fragen, im Zweifelsfalle gegen den Bau einer Anlage. 3 Monate später, es gibt noch immer keine Entscheidung, muss Ernst Albrecht dann nach Bonn. 4-Augen-Gespräch mit Bundeskanzler Helmut Schmidt. Die übrigen Ministerpräsidenten müssen über eine Stunde auf Schmidt und Albrecht warten. Was diese hinter verschlossenen Türen besprechen, darüber gibt es keine Aktennotizen. Als Ernst Albrecht und Helmut Schmidt endlich erscheinen, ist dem Niedersachsen anscheinend nicht mehr zum Lachen zumute. Ernst Albrecht ist heute so krank, dass er keine Interviews mehr geben kann. Und auch Helmut Schmidt will dem NDR für diesen Film kein Interview geben. Seine Begründung? Er könne sich nicht mehr im Detail erinnern. Schon 11 Tage später, am 22. Februar 1977, berät das niedersächsische Kabinett abschließend. Albrecht bittet um einen Vorschlag. Der lautet Gorleben. Ich würde den Standort heute noch einmal wieder vorschlagen. Und zwar, weil es der beste in Niedersachsen gelegene Salzstock für eine solche Anlage ist. Tatsächlich? In der Kabinettsvorlage vom Februar 1977 werden 2 Standorte vorgeschlagen. Gorleben und Lichtenhorst bei Nienburg an der Weser. Gegen Gorleben sprechen sowohl Gefährdungen durch ein Erdgasvorkommen als auch Bedenken des Bundes. Gegen Lichtenhorst sind keine vergleichbaren Bedenken aufgelistet. Es hat sicherlich ein wenig auch eine Rolle gespielt, dass Gorleben in einem äußerst strukturschwachen Landkreis liegt, damals im Zonenrandgebiet. Die Leute liefen weg aus dem Landkreis, die Bevölkerungszahl hat enorm abgenommen. Und es war schon eine Idee, durch ein solches großes Vorhaben dort auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und ich will auch nicht verhehlen, dass natürlich auch der Großgrundbesitz eines dort ansässigen Grafen schon ein Aspekt war, letztlich zu sagen, das ist es. Wenn Sie diesen Grafen überzeugen, so vermutlich das Kalkül, sei das Projekt quasi in trockenen Tüchern. Und ein Adliger würde bestimmt nicht protestieren. Haben Sie in Ihre Überlegungen vielleicht aber auch einbezogen, dass dort der Protest gegen eine Atommüllanlage bisher am leisesten war?
Ja, aber das kann sich sehr schnell ändern. Die vorläufige Entscheidung für Gorleben wird noch am selben Tag verkündet. Im Zonenrandgebiet an der Elbe kann man mit dem Thema Atommüll zunächst wenig anfangen. Gorleben ist noch ein verschlafenes, friedliches Nest. Eine Hochburg der CDU. Nun soll ausgerechnet hier ein nukleares Entsorgungszentrum gebaut werden. Die Investoren aus der Atomindustrie versuchen schnell Fakten zu schaffen. Sie wollen Land kaufen. Für die Bauern stellt sich die Frage, verkaufen oder nicht verkaufen. Also Sie meinen jetzt lieber zugreifen, wenn es Geld gibt, als abwehren? Meine ich. Hemd ist immer näher als die Hose und das wird auch wohl so bleiben. Nun ist ja ganz egal, ob es hier nun passiert oder was weiß ich, 50 Kilometer weiter oder 100. Die Gefahr besteht ja unmittelbar so oder so, wenn man das so will. Das ist meine Meinung. Auf dieser Waldfläche in der Nähe von Gorleben soll also das größte Industrieprojekt Europas entstehen. Eine Wiederaufarbeitungsanlage und ein Endlager. Unter diesem Forst liegt der unberührte Salzstock. Und dort soll der deutsche Atommüll langfristig gelagert werden. Insgesamt 12 Quadratkilometer, das Land von mehreren Grundbesitzern, wollen die Investoren erwerben. Die größte Fläche gehört dem Großgrundbesitzer, mit dem die Landesregierung rechnet. Andreas Graf von Bernsdorf, 35 Jahre alt, CDU-Mitglied. Ja, ich muss sagen, ich persönlich bin zutiefst erschüttert über die Möglichkeit, dass hier eine der schönsten Gegenden, die wir in Deutschland noch haben, dass die zum Ruhrgebiet der Atomindustrie werden soll und darüber hinaus zur Schuttkuhle der gefährlichsten Abfälle unserer Zivilisation. Und ich finde das persönlich einfach katastrophal. Im Frühjahr 1978 macht die DWK, die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, den Grundeigentümern ein notarielles Kaufangebot. Gültigkeit 6 Wochen. Wer jetzt verkauft, bekommt fast das Zehnfache des Verkehrswertes. Und wer bis zum 2. Mai nicht verkauft? Überrumpelt gefühlt habe ich mich natürlich auch deswegen, weil dann auch doch klar gemacht wurde, dass man diese Chance nur ganz kurze Zeit hat. Ich habe damals auch ein Gespräch geführt mit dem Vorsitzenden der DWK. Und der sagte mir, Graf Bernsdorf, wir bieten Ihnen das jetzt an, aber wenn Sie da nicht mitmachen und wenn Sie das Angebot nicht annehmen, dann kann ich Ihnen nur sagen, wenn es zur Enteignung kommt, dann werde ich mich persönlich dafür einsetzen, dass Sie dann auch nur den Verkehrswert entschädigt bekommen. Und das ist natürlich schon eine Art Druck, der da ausgeübt wurde. Die DWK, ein Unternehmen der Atomindustrie, bietet dem Grafen über 26 Millionen Mark. Der lässt sich mit seiner Entscheidung Zeit. Dann organisiert er eine medienwirksame Pressekonferenz. Ich habe mich entschlossen, dieses Angebot nicht anzunehmen. Ich muss eigentlich sagen, ich habe auch viel Widerstand bekommen, auch von der gesellschaftlichen Schicht, mit der ich zu tun habe, die gesagt haben, also so eine Chance, die nicht zu nutzen, das ist also Wahnsinn. Graf von Bernsdorf hat bis heute nicht verkauft. Und noch immer steht er unter Druck und muss diese Entscheidung verteidigen. Er ist Forstwirt, einer der größten Niedersachsens. Doch in Sachen Gorleben hat er nebenbei immer wieder Prozesse geführt. Forstbesitzer trifft Förster. Das macht mehr Spaß als Prozessieren. Ich dachte, wir gucken uns mal nach dem großen Regen den Anwuchs ab. Nee, Sie sehen ja, ich habe hier schon ein paar graue Haare. Und die hätte ich möglicherweise auch ohne Gorleben, das weiß ich nicht. Aber es hat mich schon Nerven gekostet, das ist ohne Zweifel der Fall. Die persönlichen Auseinandersetzungen haben ihn am meisten Kraft gekostet, sagt er heute. Und der Kleinkrieg mit der CDU, die ihm mit einem Ausschlussverfahren drohte. Der Grund? Er hatte sich kommunalpolitisch in einer Wählergemeinschaft gegen Gorleben engagiert. Das Selbstverständnis der CDU möchte ich gerne mal hinterfragen, ob man da nicht seine eigene Meinung haben darf in diesen Dingen. Und dann aber irgendwann wurde es mir zu bunt, dann bin ich ausgetreten. Und das hat mich auch sehr enttäuscht, dass da so, also in so einer Volkspartei so wenig
Offenheit für unterschiedliche Meinungen besteht. 1979. Die Atomkraftgegner im Wendland haben sich organisiert. Bauern- und Bürgerinitiative planen im März eine Sternfahrt nach Hannover. Ich bin mit jemandem aus meinem Heimatdorf hingefahren zum Hannover-Treck und wir hatten einen Sammelpunkt vereinbart. Und da standen wir dann ganz alleine. Und ich dachte, ich habe ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich war ja Anfang 20, da ist man ja besonders klug und weise. Und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass aus der hiesigen Bevölkerung sich wirklich sehr, sehr viele Leute dagegen auf die Straße begeben werden. Und dann weiß ich noch, wir standen da mit unserem Trecker und auf einmal hörte ich ein Brummen. Und das kam, ich bin immer noch ein bisschen gerührt. Und das kam plötzlich von allen Seiten. Und plötzlich kamen überall Trecker her, aus allen Himmelsrichtungen. Innerhalb einer Woche wollen sie in Etappen bis in die Landeshauptstadt fahren. Auch der 25-jährige Heinrich Pothmer ist dabei. Es dauert lange, bis Bauern auf die Straße gehen. Aber wenn sie auf die Straße gehen, hat es in der Geschichte häufig politische Veränderungen gegeben. Das waren die ersten Demos, an denen ich in meinem Leben teilgenommen habe. Die erste Demo in meinem Leben, an der ich teilgenommen habe, die habe ich auch angemeldet. Aus dem Jungbauern Heinrich Pothmer wird ein Bauernführer. Seine Reden schreibt er angeblich zwischendurch auf dem Trecker. Sehr meine Herren Politiker, man kann vielleicht einen Teil eines Volkes belügen. Man kann auch einen Teil eines Volkes belügen und betrügen, aber man kann niemals ein ganzes Volk belügen und betrügen. Auch nicht das Volk des Wendlands. Während die Trecker weiter Richtung Hannover rollen, kommt es in einem amerikanischen Kernkraftwerk bei Harrisburg zu einer teilweisen Kernschmelze. Die schlimmsten Befürchtungen der Atomkraftgegner werden wahr. Die Bauern aus dem Wendland bekommen ungeahnten Zulauf. Albrecht, wir kommen, wenn sein muss, zu Fuß, gefahren oder geschwommen. Der Empfang in Hannover ist triumphal. Man fühlte sich vorher schon unglaublich großartig, weil man schon durch ganz Hannover getragen wurde von einer Welle der Sympathie, der Begeisterung und auch der Kraft. Und ich kann wahrscheinlich gar nicht jeden einzelnen Schritt bis zu diesem Podium, mich wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, weil es wirklich auf einer Begeisterungswelle man dorthin geschwappt ist. Aus dem Bauerntreck wird eine der größten Kundgebungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Heinrich Pothmer redet wieder, diesmal vor fast 100.000 Demonstranten. Mein lieber Herr Albrecht! Und auch die übrigen Politiker. Überlegen Sie sich gut, ob Sie das riskieren wollen. Was glaubt ihr, wenn wir uns mal alle so auf unsere Straßen setzen, wenn die bei uns anrücken? Glaubt ihr, dass die uns wegkriegen? In einer Schulaula stellt sich der Ministerpräsident den Fragen der Demonstranten. Für Heinrich Pothmer der wichtigste Moment des Trecks. Kühlen Verstand bewältigen, sonst kommen wir in Schwierigkeiten. Oh, da hatte ich Dampf auf dem Kessel. Wir sind nach Hannover gezogen und es hat eine Woche gedauert und wir hatten ein Ziel und das, ich hatte den Eindruck, es drohte ihm nicht wirklich vermittelt zu werden. Und hergekommen sind wir, um Ihnen ganz klar zu sagen, wir werden es nicht hinnehmen, dass Sie die Anlage bei uns bauen. Sie haben uns von der Notwendigkeit. Wenige Wochen später macht Ernst Albrecht einen Teilrückzug, der selbst die Bundesregierung überrascht. Er verkündet, dass die politischen Voraussetzungen für die Errichtung einer Wiederaufarbeitungsanlage zurzeit wenigstens nicht gegeben sind. Ab jetzt geht es nur noch um ein Endlager. Ernst Albrecht hat den Schwanz eingezogen, sagt Heinrich Pothmer heute. Und darauf ist er auch ein kleines bisschen stolz.
Der Bauernführer von einst ist heute Ökobauer, einer von rund 80 im Wendland. Und das hat mit der Auseinandersetzung um die Atomanlagen zu tun. Es ist einfach schizophren, morgens gegen Gorleben zu demonstrieren und nachmittags die Spritze anzuhängen, die Pflanzenschutzspritze, und Chemie auf die Felder zu bringen. Seit einigen Jahren ist diese Biogasanlage am Netz. Sie gehört Heinrich Pothmer und einem Freund. Gemeinsam haben sie 1 Million Euro investiert, aus Überzeugung. Alternative Energieerzeugung. Man muss doch der Atomlobby was entgegenzusetzen haben. Und dass Atomkraftwerke seit neuestem als CO2-freie Klimaretter gefeiert werden, findet er verlogen. Es kann natürlich auch nicht richtig sein, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Radioaktive Partikel sind mindestens so gefährlich wie CO2 in seiner Summe. Was nützt denn der Gegend um Tschernobyl ein stabiles Klima? ...1980. Republik Freies Wendland. Seit Beginn des Jahres werden die ersten Tiefbohrungen für das geplante Endlager durchgeführt. Aus Protest besetzen Atomkraftgegner im Mai die Bohrstelle 1004. Basisdemokratie, alternativer Pioniergeist und ein wenig freie Liebe im konservativen Wendland. Da bin ich alle paar Tage da gewesen, auch mit der Familie, sind wir abends hingewandert. Und dann habe ich immer zu der Familie gesagt, schaut euch dies an, dies kann nicht Deutschlands Zukunft sein, wie die dort in den Erdlöchern wühlen. Also bin ich auch hinmarschiert und habe ja, also die Kreativität der Leute bewundert, was die immer so aus rohen Baumstämmen zusammengefummelt hatten. Und das lockere Leben, also irgendwo stand da also auch Bumsbude drüber. War lustig, war richtig lustig. Vor allen Dingen, es ging von diesem Dorf keinerlei Gewalt aus. Das war wirklich absolut gewaltfrei. Das war eine sehenswerte Geschichte. Ich bin auch der Meinung, das ist einmalig gewesen. Ein Hüttendorf für hunderte Atomkraftgegner aus der gesamten Bundesrepublik. Die Wendlandbauern unterstützen sie mit Proviant. Als die Platzbesetzung hier begonnen hat, war natürlich erst ein Zögern hier bei den Landwirten. Und dann haben wir uns aber überlegt, weil die Sache gut anlief hier, da steigen wir mit ein. Einwegflaschen als Baumaterial für ein Frauenhaus. Nackte unter der Freiluftdusche. Solarzellen auf dem Dach. Und sogar einen eigenen Wendenpass gibt es hier. Gültig für das ganze Universum. Wir haben dann praktisch unsere eigene Geschichte auch wieder entdeckt. Früher hat sich doch keiner darum gekümmert, dass er zum Stamme der Wenden gehört hat. Und plötzlich bist du Wende und hast auch einen Pass, wo drin steht, dass du Wende bist. Das Woodstock im Wendland wird zur Attraktion. Auch die Jusos reisen in mehreren Bussen an. Arbeiterbewegung trifft Öko-Freaks. Inzwischen droht eine Räumung. Der Vorsitzende der Jusos warnt: Wer hier rangeht und versucht, Polizei herzuschicken, der stört dies. Und ich finde, das soll nicht gestört werden. Das muss unsere Gesellschaft ertragen können. Das soll sie auch ertragen. Sie erträgt es nur gut einen Monat. Anfang Juni 1980 räumen mehrere tausend Beamte von Bundesgrenzschutz und Polizei den Bauplatz. Es war auch ein verändertes Gefühl für diesen Staat, weil selbst sehr wohl wissend, dass von uns her, dass wir nicht die wahnsinnige Gefahr sind, nicht die wirkliche Gefahr. Und dann aber so behandelt zu werden. Den Staat zu nötigen, eine solche Fratze aufzusetzen, das war die wirkliche Veränderung, glaube ich, die man von diesem Platz mitgenommen hat.
Das Wendland hat heute eine ganz eigene, unsichtbare Ordnung. Es gibt ganze Dörfer, die dafür und andere, die dagegen sind. Man weiß genau, wer mit dem Geld der Atomwirtschaft den Nachbarhof dazugekauft hat. Gorleben ist durch das Zwischenlager zu einer relativ wohlhabenden Gemeinde geworden. Im Gegensatz zum gesamten Landkreis Lüchow-Dannenberg ist die Gemeinde so gut wie schuldenfrei. Heute gibt es einen Sportboothafen und eine Mehrzweckhalle mit Schießstand und Bundeskegelbahn. Axel Müller und Ulrich Flöter sind hier seit über 30 Jahren in der Kommunalpolitik. Sie haben die Atomanlagen damals befürwortet. Gorleben, finden Sie, hat von der Standortentscheidung profitiert. Gorleben war damals, also vor 1977, ein sehr ländliches Dorf, praktisch Zonenrandgebiet, war im Prinzip gar nichts los. Also es war überall sanierungsbedürftig. Und wenn man das nach heute blickt, ist das eins der modernsten Dörfer in Niedersachsen geworden. 1981. Die Atomindustrie will nicht warten, bis das geplante Endlager bei Gorleben erkundet und genehmigt ist. Sie plant ein Zwischenlager, das schneller betriebsbereit sein soll. Dem müssen die Gemeinden zustimmen. Die Ratsherren, die zunächst gegen eine Atommülldeponie waren, sind inzwischen offener. Ich wusste, nachdem dieser Standort benannt worden ist, im Grunde nicht, was das inhaltlich bedeutet. Und wir haben uns als Rat, ich glaube 2-3 Jahre, in zig Veranstaltungen informiert, um uns überhaupt eine Meinung bilden zu können. Pro und Contra haben wir uns also informiert. Und erst dann bin ich also zu der Überzeugung gekommen, dass das also, wenn es sicherheitstechnisch machbar ist, und da gehe ich immer noch von aus, dass unsere Genehmigungsbehörden mit einem hohen Level an Sicherheit das nur genehmigen, auch dann vertretbar wäre. Bürger aus dem gesamten Bundesgebiet machen über 1500 Einwendungen gegen das geplante Zwischenlager. Doch die Ratsherren setzen schon vorab einen Vertrag mit der Betreibergesellschaft DWK über sogenannte Strukturhilfen auf. Für die Zustimmung zum Zwischenlager zahlt die DWK einmalig 5 Millionen Mark an Landkreis und Gemeinden. Darüber hinaus gibt es von da ab jährlich Geld. Die Gegner werfen den Ratsherren Bestechlichkeit vor. Da bin ich bis heute noch beleidigt. Mich hat keiner versucht zu bestechen. Die DWK wollte nicht zahlen, das muss man ganz klar sagen. Das haben die nicht freiwillig gemacht. Also denn, wenn die das freiwillig gemacht hätten, hätte ich auch gesagt, Mensch, da ist doch ein bisschen Bestechung mit drin. Das hätte ich dann auch so gesehen. Aber ja, nein, das haben wir gefordert. Im Mai 1981 findet die entscheidende öffentliche Abstimmung in einer Gaststätte in Gorleben statt. In der alten Burg sitzen die Ratsherren fast 400 aufgebrachten Bürgern gegenüber. Für eine Wiederaufbereitungsanlage stimmen wird. Ich bin da ganz naiv hingegangen, habe gedacht, du machst deinen Job hier, das musst du machen. Aber dass ich auf so harten Widerstand gestoßen bin, da habe ich nicht mit gerechnet. Wenige Wochen vor dieser Sitzung waren Bundeskanzler Helmut Schmidt und CDU-Oppositionsführer Helmut Kohl noch einmal in Gorleben gewesen. Beide haben sie gesagt, ihr habt eine politische Verantwortung, seht zu, dass ihr diesen Standort als Gorleben ausweisen könnt. Meine Entscheidung war damals schon längst gefallen. Letzte Versuche, die Ratsherren umzustimmen. Einigkeit unter den Politikern, Ohnmacht und Wut bei den Bürgern. Nein, ich möchte dazu was sagen. Für uns ist es einfach erschreckend, bei der Strittigkeit dieser ganzen Angelegenheit, diese Einstimmigkeit, wie hier die Finger von demokratischen Vertretern hochkommen, ich fühle mich hier beinahe wie im Pankow. 100% stimmt zu. Das ist doch erschreckend. Dann sagen wir bauen doch wieder die Angeschissenen.
Sie können ja nur die Hand heben, wir nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Ratsherren, die Sitzung ist unterbrochen. Die Atomindustrie gewinnt die Auseinandersetzung um das Zwischenlager. Die Atomkraftgegner verlieren den Glauben an ihre Volksvertreter. Ich habe also Anrufe bekommen nachts, wo man mir gesagt hat, du hast also für Gorleben gestimmt, wir werden deinen Hof anstecken. Und das war natürlich so die höchste Geschichte. Meine Frau heulte die Kinder und es war also große, wirklich Angst im Haus. Ich hatte damals 3 kleine Kinder, die zur Schule gingen. Da haben also Leute, obwohl ich gar nicht entscheidend bin, sondern ich war Verwaltungsorgan, ich habe das ausgeführt, haben die angerufen und sagen, wir entführen morgen früh deine Kinder. Wer hinter diesen Anrufen steckt, kann nicht geklärt werden. 4 Monate später finden in Niedersachsen Kommunalwahlen statt. Gelegenheit, der Politik einen Denkzettel zu verpassen. Die Wählergemeinschaft der Atomkraftgegner schafft es aus dem Stand auf 18%. Doch die CDU, die mit einem klaren Ja zu den Atomanlagen angetreten war, behält weiterhin die absolute Mehrheit. Heinz-Horst Gauster ist schon seit langem für die Atomanlagen. Der Landwirt hat wie einige andere dem Staat bis 2015 die Erkundungsrechte für den Salzstock abgetreten. Diese sogenannten Salzrechte gehören nämlich nach altem hannoverschem Recht denjenigen, deren Grundstücke über dem Salzstock liegen. Dafür hat Heinz-Horst Gauster damals 1 Mark pro Quadratmeter bekommen. Das Geld hat er in 2 Ferienhäuser investiert. Seine Maxime: Wir können es sowieso nicht verhindern, also sollten wir das Beste daraus machen. Das ist ein gutes bürgerliches Recht, dass jeder mit seinem Eigentum versucht, auch geschäftlich ein bisschen rauszuholen. Für mich ist das legitim. 1983. Die sogenannte obertägige Erkundung in Gorleben ist abgeschlossen. Jetzt muss entschieden werden, ob ein Bergwerk angelegt werden soll. Ein renommierter Geologe, der die Ergebnisse im Auftrag der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, kurz PTB, begutachtete, hat inzwischen Zweifel an der Eignung des Salzstocks Gorleben. Öffentlich wendet sich Klaus Duporn an die Politik. Haben auch Sie den Mut zu der Einsicht, die Frage der PDB, die heute zur Debatte steht, nämlich die Frage, ob die Bohrungen positiv oder negativ ausgefallen sind, genauso zu beantworten wie ich. Überwiegend negativ und deshalb Untersuchung anderer Salzstöcke. Die Regierung Kohl entscheidet anders. In Gorleben und nur in Gorleben wird weitergemacht. Im Frühjahr 1984 blockieren Atomkraftgegner für 12 Stunden die wichtigsten Zufahrtsstraßen ins Wendland. Generalprobe für den ersten Atommülltransport. Der Ernstfall. Nun soll er kommen, der gefürchtete Stoff. Die Konfrontation verschärft sich. Staat und Demonstranten geraten immer härter aneinander. Die Polizei ist nervös. Es hatte bereits Brand- und Sprengstoffanschläge gegen Fahrzeuge und Gebäude von Firmen gegeben, die am Bau der Atomanlagen beteiligt waren. Sachschaden mehrere Millionen Mark. Die Schuldigen werden nie gefunden. Der ganz harte Kern, die in Anführungszeichen damals als militant zu bezeichnen, das waren eigentlich Zugezogene. Damit wollten manche Leute nichts zu tun haben. Oder ich sag mal 95%, 95% der Atomkraftgegner nichts zu tun haben. Aber die anderen 5% haben es billig in den Kauf genommen. Und die paar, die es gemacht haben, kann man den Prozent gar nicht ausdrücken. Der erste Atommülltransport rollt im Oktober 84. Mit teilweise falsch deklarierten Fässern, wie später bekannt wird. Die Polizei sperrt die Straßen ab. Private Telefone werden abgehört und Hausdurchsuchungen gemacht. Der niedersächsische Staatsschutz sammelt die Daten von hunderten Atomkraftgegnern aus dem Wendland. Hysterische Jagd nach vermeintlichen Terroristen.
Und man darf ja eins nicht vergessen, dass natürlich Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre die Diskussion um die RAF, also um den Terrorismus, ja noch eine ganz andere war, als sie heute ist. Und man natürlich auch befürchtet hat, dass Teile der ja damals noch vorhandenen revolutionären Zellen sich auf diese Anti-Atomkraft-Schiene hinaufsetzen und dann dort tätig werden. An einigen Ecken des Wendlands wird es während des Atomtransports alles andere als kriminell, eher absurd. Dieser Lehrer möchte eigentlich nur nach links abbiegen. Doch das ist polizeilich nicht gestattet. Warum kann ich denn nicht nach links fahren? Verstehe ich nicht. Warum kann man denn jetzt hier nicht weiterfahren? Warum sagen Sie denn, ist der Bürgerkrieg ausgebrochen oder was? In jedem Feldweg musste man da den Ausweis zeigen. Die wühlten hier bei unserem Nachbarn den Rübenhaufen durch, weil er da Waffen versteckt haben könnte, möglicherweise. 1986, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Jetzt ist es endlich mal passiert. Das klingt ja fast zynisch. Ja. Ich meine, das ist ja das, was wir 10 Jahre lang immer gesagt haben, dass sowas passieren kann. Und nun ist es passiert. Eigentlich war ich in dem Moment fest davon überzeugt, dass es von nun an keinen Widerstand mehr geben muss. Weil es klar ist, dass das das Ende aller Atomanlagen sein musste. Radioaktivität, da wurde einem das erstmal überhaupt richtig deutlich, dass man sie halt nicht sieht, nicht schmeckt, nicht riecht. Die Idylle war wieder nicht gestört hier, obwohl wir radioaktive Niederschläge hatten hier durch den Regen in den Folgetagen dann. Ulrich Helmke, Bauer im Wendland. Er bewirtschaftet über 60 Äcker mit Kartoffeln, Zuckerrüben und Weizen. Darüber hinaus verleiht er geschäftlich einen ganzen Fuhrpark an Zugmaschinen. Er gehört bereits zur zweiten Generation, die mobil macht gegen die Atomanlagen. Zusammen mit seinem Vater saß er schon als 13-Jähriger auf dem Traktor beim Treck nach Hannover. Ich habe irgendwie das Gefühl, mir wird meine Produktionsgrundlage geraubt durch dieses Endlager bzw. Zwischenlager. Ich sag mal, ich kann nicht einfach davor weglaufen. Ich kann meine Produktion nicht irgendwie umsiedeln, weil ich habe nicht die Möglichkeit, meine 150 Hektar irgendwo mit hinzunehmen. Grund und Boden ist nicht verschiebbar. Kippen, ja, noch ein bisschen. Jupp. So. Auch Uli Helmke ist Mitglied der bäuerlichen Notgemeinschaft. Für die gemeinsame Sache gibt er eigentlich alles. Sogar sein letztes Hemd. Fotoshooting auf einem Feld im Wendland. Und er ist nicht der Einzige, der sich ausgezogen hat. Die Fotos sind für einen Bauernkalender, mit dessen Verkauf will die bäuerliche Notgemeinschaft Geld einnehmen für ihren Protest. Susanne Kamin hatte die Idee. Ja. Die ziehen uns ja sozusagen jetzt das Letzte aus. Also wir verlieren das letzte Hemd. Und dann können wir uns auch nackt präsentieren. Weil wir haben so viel gegeben und jetzt geben wir eben auch noch das Letzte. Damals, als alles anfing, wäre so eine Aktion undenkbar gewesen. Doch selbst heutzutage sorgen solche Fotos für Gesprächsstoff. Die Reaktionen im Dorf gemischt. Es gibt einige, die haben gesagt, ey, finde ich gut, dass du das machst. Und andere haben gesagt, nee, so ein Schweinkram kaufe ich mir nicht. Das waren so die Reaktionen im Dorf. Viele gab es hier nicht, weil wir sind nur 30. 1995, Tag X im Wendland. Beginn eines von nun an immer wiederkehrenden Protestrituals. Ein mit hochradioaktivem Atommüll gefüllter Castor, so der Name des rund 120 Tonnen schweren Behälters, soll in das Zwischenlager. Die Atomkraftgegner versuchen, den Zug aufzuhalten. Auch der Graf, wie er im Wendland nur heißt, ist dabei. Ein Baum aus dem eigenen Forst, geopfert für den Widerstand, ganz zufällig auf der Straße gelandet. Auflehnung auf adlige Art und Weise.
9000 Polizisten schützen den Castor allein in Niedersachsen. Beim Blockieren hat jeder so seine eigene Methode. Und die Polizei räumt den Weg frei mit ihren Methoden. Umgeladen auf den LKW geht es für den Castor weiter auf dem Weg ins Zwischenlager. Ein teures Spiel. Die Kosten für den Polizeieinsatz belaufen sich insgesamt auf über 50 Millionen D-Mark im ersten Jahr. Wenn dann der Castor-Transport an mir vorbeifährt, dann muss ich auch jedes Mal heulen. Das ist immer wieder eine kleine Niederlage. Ab jetzt kommt fast jährlich ein Castor-Transport. Und mit ihm kommen auch Sie, die Autonomen. Plötzlich spielen sich solche Schlachtszenen im Wendland ab. Das hatte es bisher nicht gegeben. Also die Autonomen, ich bin eigentlich nicht so sehr dafür. Wobei ich sage immer, wenn ich nicht Haus und Hof hätte, was ich verlieren könnte. Ich glaube, ich wäre auch ein Autonomer, so sauer, wie ich manchmal bin. Die meisten Bauern wollen mit den Autonomen nichts zu tun haben. Mit dem Protest schon. Immer wenn Atommüll durch den Landkreis rollt, versuchen sie, sich querzustellen. Dabei kommt es regelmäßig zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Treckerblockade 1997 auf einer Nebenstrecke zum Zwischenlager. Die Polizei greift zu drastischen Mitteln. Die kamen mit gezückten Messern und haben in die Reifen gestochen. Haben innerhalb von weniger als 2-3 Minuten für 100.000 D-Mark waren es damals noch Reifenplatt gemacht. Das Gericht wird diesen Polizeieinsatz später als unverhältnismäßig und daher rechtswidrig bezeichnen. Ich glaube, wenn ich dort was in der Hand gehabt hätte und so einem Reifenstecher gegenübergestanden wäre, da glaube ich, hätte ich auch zugeschlagen. Inzwischen greift die Polizei zu anderen Mitteln. Sie konfisziert die Trecker und fährt sie eigenhändig in ein Sammellager. Für die Polizei sind, glaube ich, die Trecker am schwierigsten zu handeln gewesen. Weil ein Trecker birgt ein unglaubliches Machtpotenzial in sich. Sie sind immer noch das Identifikationsteil, mit dem Bauern deutlich machen, hier steht der konservative Teil der Bevölkerung auf der Straße, immer noch. Trecker fahren tut er nicht, aber er malt. Mit seinen satirischen Bildern der norddeutschen Provinz ist Wolf Rüdiger Marunde bekannt geworden. Sein Zuhause, das Wendland. Der Atomkraftgegner der ersten Stunde zog Mitte der 80er Jahre hierher. Atommüll und Castortransporte hat er allerdings nie in seinen Cartoons zum Thema gemacht. Die sind insofern für mich nicht satirefähig, weil ich als Cartoonist darauf angewiesen bin, dass ein Scherz innerhalb von einigen Zehntelsekunden verstanden wird. Und was Atomenergie bzw. Atommüll angeht, wissen die meisten Leute gar nicht, worum es geht. Wolf Rüdiger Marunde, ein Zugezogener, der längst dazugehört. Einer von vielen Künstlern, die inzwischen im Wendland wohnen. Atommüll zieht erstaunlicherweise Menschen an. Hier sind viele Demonstrationen abgelaufen früher in den 70er Jahren. Da gab es so die erste Zuzugswelle. Da haben die Leute gemerkt, dass in diesem sehr verlassenen, aber doch schönen Landstrich Häuser für 50.000, 60.000 Mark zu kaufen waren, wo dann halt Künstler eine sehr billige Lebenshaltungskosten und dann mit sehr billigen Lebenshaltungskosten frei arbeiten konnten. Alle Jahre wieder. Der Castor kommt und mit ihm die Proteste. Die Bilder ähneln sich wie bei einem Ritual. Eine Protestoperette, kritisieren einige, die den Staat viel Geld kostet. Macht das noch Sinn? Wir wollen den Preis hochhalten. Wenn es immer wieder das gleiche Ritual zu sein scheint, dann liegt das nicht an uns, die Polizei. Der Staat könnte das jedes Jahr abschaffen. Mit jedem Jahr verliert das Ritual an Nachrichtenwert. Nur noch Sensationelles wird außerhalb des Wendlands zur Kenntnis genommen. Wenn zum Beispiel ein älterer Landwirt gewaltsam von seinem Traktor geholt wird, wie Adolf Lamke. Erklärungsversuche der Polizei. Ihr könnt mich gerne festnehmen.
Oftmals haben wir es natürlich so, dass da keine Einsichtigkeit besteht oder man sagt, ich bleibe hier so lange stehen, provoziert möglicherweise ja auch diese Verhaltensmaßnahmen der Polizei, dann welche Wahl haben wir denn? Irgendwann müssen wir diese Dinge auch durchsetzen und dann kommt es natürlich zur Anwendung von unmittelbaren Zwang, so nennen wir das, und teilweise gibt es dann natürlich auch unschöne Szenen, die dann so nicht gewollt sind. Und auch das macht Schlagzeilen. Die 16-jährige Marie lässt sich ins Gleisbett einbetonieren. 17 Stunden dauert es, bis sie und ihre drei Mitstreiter herausgeschweißt werden können. 17 Stunden halten sie dadurch den Castortransport auf. Die Rituale sorgen weder für Erkenntnisgewinn, für einen vermehrten Erkenntnisgewinn, für vermehrte Einsicht in die politischen Zusammenhänge noch für sonst irgendwas. Und den Castor aufhalten tun sie auch nicht. Es ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Selbstbefriedigungscharakter. Der Atomausstieg. Ein Kompromiss zwischen Regierung und Energieversorgern. Die damals 19 produzierenden deutschen Atomkraftwerke sollen nach und nach abgeschaltet werden. Und ich denke mal, ohne unseren Widerstand wäre da nichts gelaufen. Es war ja kein Ausstiegsbeschluss. In dem Sinne, dass so das, was ich gut gefunden hätte, wäre natürlich ein Sofortausstieg. Aber, naja, besser als gar nichts. Doch der Ausstieg ist nur ein Ausstieg auf Zeit. Für Gorleben vereinbart die rot-grüne Bundesregierung mit den Energiekonzernen ein sogenanntes Moratorium. 10 Jahre wird hier nicht erkundet werden. Die Arbeiten in über 800 Meter Tiefe ruhen. In dieser Zeit sollen die Kriterien für ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll auf den neuesten Stand der Wissenschaft gebracht werden. Der Salzstock wird betriebsbereit gehalten. Auf Kosten der Energieversorger, die in den vergangenen Jahrzehnten rund 1,5 Milliarden Euro in die Dauerbaustelle investiert haben. So bleibt die Möglichkeit bestehen, hier doch noch ein Endlager einzurichten. Natürlich hoffen auch alle, dass wir das verhindern können. Zumal ja der Widerstand davon ausgeht, dass der Salzstock löcherig ist. Also nicht nur der Widerstand, sondern es gibt ja entsprechende Gutachten. Und irgendwann von sich aus absäuft. Also das, dann geht das eben halt nicht mehr. 2008. Während in Gorleben die Arbeiten ruhen, wird bekannt, dass im Forschungsbergwerk Asse bei Wolfenbüttel, in dem mittel- bis schwach radioaktive Abfälle gelagert werden, Salzlauge radioaktiv kontaminiert ist. Und das ist nur der Anfang. Es kommt heraus, dass hier von den früheren Betreibern mehr Atommüll abgeladen wurde als offiziell deklariert und dass die staatliche Aufsicht nicht funktioniert hat. Innerhalb der nächsten 10 Jahre sollen die maroden Fässer komplett zurückgeholt werden. Die Kosten für die Rückholung werden auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Zurück im Wendland, zurück im Herbst 2010. Der Untersuchungsausschuss Gorleben stellt sich nach seinem Besuch im Erkundungsbergwerk den Fragen der Bürger. Besonders die Politiker von Union und FDP müssen sich harte Kritik gefallen lassen. Die Gorleben-Gegner kommen schnell in Fahrt. Das geht jetzt seit 30 Jahren und Sie sind mittlerweile die dritte Politikergeneration, die hierher kommt und sich auf unsere Kosten profiliert. Sie setzen sich hierher in so ein Saal und hoffen davon, bei ihren Parteioberen ein gutes Schärflein, ein gutes Bierchen ins Buch zu kriegen. Sind eingeladen damit heute. Fast alle hier sind nicht erst seit den Schlagzeilen über die Asse gegen eine weitere Erkundung Gorlebens. Und die Regierung hat ein Problem. Wenn Graf von Bernstorff seine Rechte am Salzstock nicht abtritt,
kann die Frage, ob Gorleben als Endlager geeignet ist oder nicht, nicht sicher beantwortet werden. Das weiß die Politik schon lange. Jetzt, wo es nach einem Jahrzehnt Pause weitergehen soll, will die Regierung deshalb das Gesetz ändern. Enteignungen sollen möglich sein. Da hat der Graf eine Frage. Ich würde Sie gerne mal fragen, wie Sie dazu stehen und warum Sie das für notwendig halten. Maria Flachsbart, CDU. Diesbezüglich denken wir jetzt tatsächlich darüber nach und werden das vermutlich auch tun, eine Option ins Atomgesetz hineinzuschreiben, dass es im Falle eines Falles auch zu Enteignungsverfahren kommen kann. Übrigens, naja, Sie wollen ja, dass ich Ihnen die Wahrheit sage und nicht, dass ich hier irgendwie um heißen Brei herumrede. Seit wann sagen Sie die Wahrheit? Doch das wird erst in ein paar Jahren konkret, wenn überhaupt. Ich selber sehe ja auch ein, dass ein Endlager nötig ist. Aber so wie das hier gemacht werden soll, da kann ich überhaupt nicht mitmachen. Und ich bin auch eigentlich noch sehr optimistisch, dass die Betreiber so nicht durchkommen werden. Also auch nicht die Politik, die hier gemacht wird. Das muss ja nachgewiesen werden, dass es ein öffentliches Interesse daran gibt, dieses Vorgehen sozusagen mit einer Enteignung zu sanktionieren. Und das, da habe ich also eigentlich die gute Hoffnung, dass wir uns hier durchsetzen werden. Nicht nur der Untersuchungsausschuss. Auch die Kommunalpolitik hat in diesen Tagen einen Besichtigungstermin im Erkundungsbergwerk. Ulrich Flöter ist spät dran. Der CDU-Politiker ist für die weitere Erkundung, damit irgendwann endlich Ruhe einkehrt im Wendland. Hauptsache, die Erkundung sei ergebnisoffen. Das ist ihm wichtig. Nach 4 Stunden unter Tage, keine Zweifel, keine Angst vor einem Debakel wie in der Asse. Man kann es miteinander nicht vergleichen. Das ist aus meiner Sicht kein Totschlagargument, nur weil die Asse leider damals unvernünftigerweise so behandelt worden ist. Was macht Sie so sicher, dass in diesem Falle auch vernünftig vorgegangen wird, wenn es um das Erkundungsbergwerk Gorleben geht? Also da bin ich mir noch ziemlich sicher, wenn ich daran zweifeln würde, dass die Wissenschaftler von ganz Deutschland und ich möchte sagen von der ganzen Welt, die sich später mal das Ergebnis der Untersuchungen angucken sollen, alle möglicherweise Partei sind, dann dürfen wir nirgendwo ein Endlager anfangen, dann ist das Pro oder Contra immer Partei. Ich setze nicht nur auf Gorleben, das halte ich für falsch. Das ist damals eine politische Entscheidung gewesen und genauso politische Entscheidung muss man heute treffen mit mehreren Standorten. Das ist damals vor 10 Jahren auch von der rot-grünen Bundesregierung versprochen worden, meiner eigenen Partei. Da bin ich total enttäuscht. In den 10 Jahren ist gar nichts passiert und heute konzentriert man sich ausschließlich auf Gorleben, weil die anderen übrigen 15 Länderfürsten nicht bereit sind, eine Erkundung zuzulassen. Weil sie wissen, was damit verbunden ist. Aber da beißt keine Maus einen Faden ab, es müssen andere Standorte untersucht werden. Doch eine alternative Standortsuche ist für die Regierung Merkel kein Thema. Sie wird damit den Streitfall Gorleben noch auf Jahre am Leben erhalten. Greenpeace, Graf von Bernstorff und andere Anwohner haben bereits gegen die Fortsetzung der Erkundung geklagt. Es wird vermutlich nicht die letzte Klage sein. Und dem X als Symbol des Widerstands wird man hier weiterhin auf Schritt und Tritt begegnen. Umsonst war es nicht, selbst wenn Gorleben nachher Endlager wird. Wäre eine Niederlage, würde ich so empfinden, einen ganz wichtigen Kampf nicht gewonnen zu haben, wobei ich das Schlimmste befürchte in dem Zusammenhang. Und deshalb werden Sie auch beim nächsten Castor-Transport wieder losfahren. Wendländisches Selbstverständnis. Wir haben hier ein Ackerbaubetrieb in der 11. Generation. Ich würde mich freuen, wenn es eine 12., 13., 14. Generation gibt. Bloß leider ist die Politik nicht gewillt, so weit vorauszudenken.